Hallo, ich begrüße euch heute an der Kaiserlinde nach der ersten Relegationspartie gegen den FSV Zwickau. Das Spiel endete am Ende 1:1. Daniel Breyer hat unsere Spieler im Interview. Ja, Leo, 180 Minuten mit Hin- und Rückspiel, 90 Minuten sind gespielt, es steht 1:1. Vielleicht kurz deine Worte zum Spiel. Ja, wir müssen geduldig sein jetzt in diesem Moment und voll fokussieren auf den Sonntag, ja, nächste Aufgabe. In Zwickau bin ich nicht einfach. Aber wir müssen ein bisschen mehr Vertrauen auf unsere Qualität, ja. Wir haben heute wenig unser Spiel gemacht. Wir haben viel über lange Bälle operiert, aber ist nicht passiert. Es sind 90 Minuten und ich bin voll überzeugt, dass diese Mannschaft schafft was. Schafft in der dritten Liga zu steigen. Und wir müssen diese Mentalität bis Sonntag, ja. Und in Zwickau, wir machen unsere Aufstieg, ja. Ja, du sagst es, ihr hattet eure Qualitäten, konntet ihr nicht umsetzen. Lag es daran, dass Zwickau enorm zweikampfstark war, wenn man mal die erste Halbzeit betrachtet? Ziemlich hart geführte Zweikämpfe, war man dann ein Stück weit überrascht? Nein, wir haben gekannt, wie die spielen. Ja? Wir wissen schon von lange her, dass die sind gut über den Zweikampf, über die zweite Bälle. Und die haben schon auch von Anfang an Druck, Kevin und ich, wir können keine Spielaufbau gemacht. Aber wie gesagt, ja, es sind 90 Minuten und wir müssen nach vorne schauen und das nächste Spiel in Zwickau, ja. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Ausblick. Also jetzt hat man, sag ich mal, 90 Minuten gegen Zwickau gespielt. Man kennt jetzt, sage ich mal, die Stärken, Schwächen diesen Gegners. In Zwickau muss man ganz klar ein Tor schießen, sonst ist man leider draußen. Wie geht ihr da jetzt in das nächste Spiel rein und vor allen Dingen, wie schüttelt ihr das 1:1 ab? Schau mal, wenn wir schauen, wir analysieren das Spiel, wir haben unsere Chance gehabt. Einmal Pfosten, einmal Latte da, oben Oster auch, allein von Tor. Wir haben unsere Chance, ja. Und wir müssen mehr vertrauen, glaube ich. Unser Spiel umsetzen und dann, ich bin überzeugt nochmal, dass wir es schaffen, ja. Alles klar, dann ziehen wir das Ding am Sonntag. Ja. Ja, Daniel, 90 Minuten im Hinspiel zu Ende. Es steht 1:1. Jetzt wartet am Sonntag das Rückspiel. Vielleicht ganz kurz, kannst du die Situation schildern, die hier zum 1:1, zum bitteren 1:1 geführt hat? Ja, also wir wussten ja, dass Zwickau gut bei Standards ist. Und ich habe, glaube ich, vorher bei den drei Ecken war ich gerade noch so dran. Und der zweite war länger und ich komme noch ein bisschen ran und kriege nicht ganz weg. Er geht am Pfosten und dann steht er in der Mitte und Köpfchen rein. Also, ja, eklige Situation. Jetzt im Hinblick auf das Rückspiel am Sonntag, was stimmt dich positiv, dass wir dort das Ding noch ziehen? Ja, unsere zweite Halbzeit haben wir es besser gemacht in der ersten, wobei Zwickau dann auch nicht mehr die Körner hatte, uns so anzulaufen wie in der ersten Halbzeit. Und wenn wir in der zweiten Halbzeit so spielen, dann in Zwickau, dann denke ich, dass wir auf jeden Fall noch aufsteigen. Alles klar, dann bedanke ich mich. Marco, das Hinspiel jetzt zu Ende, 1:1. Die Zwickauer feiern das Ergebnis schon fast wie ein Sieg. Ich gehe mal davon aus, trügerisch, oder? Ja, zu Recht feiern sie das wie ein Sieg, weil wenn wir die Chancen anschauen, haben wir deutlich die besten Torchancen. Zwei Pfostenschüsse von zweiter Halbzeit, noch ein Ding von Obi, aber ja, bei Standards waren sie schon brandgefährlich. Das ist eigentlich das Einzige, auf das sie gespielt haben, aber die sind auch 90 Minuten gegangen, deshalb jetzt ein 1:1. Aber ja, jetzt geht es weiter am Sonntag. Wir brauchen ein Tor. Das 0:0 reicht jetzt nicht. Aber wir sind was wir offensiv für eine Kraft auch haben. Deshalb da nicht den Kopf in den Sand stecken. Weiter geht's, Sonntag ein Tor erzielen und dann werden wir sehen, wer dann in der dritten Liga spielt. Heute zum ersten Mal hier das Stadion ausverkauft. Welche Rolle hat diese Kulisse noch dazu beigetragen, dass man hier wirklich gegen starke Zwickauer dagegen halten konnte? Ja, also die Zwickauer waren ja auch zahlreich erschienen, das hat man auch gehört. Natürlich macht es Spaß, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Aber ich denke, das blendet man eigentlich dann aus. Das bemerkt man erst während den Unterbrüchen und nach dem Spiel. Aber natürlich macht es so tausendmal mehr Spaß, Fußball zu spielen. Vielleicht gibst du uns so einen kleinen Ausblick. Also wie bereitet ihr euch jetzt auf das Rückspiel vor? Ja, eigentlich jetzt Spiel analysieren natürlich, sich gut erholen, weiterhin trainieren natürlich, aber natürlich kann man jetzt nicht viel körperlich machen, aber auf Details eingehen und dann fahren wir einen Tag oder zwei vor dem Zwickau-Spiel los und bereiten uns dementsprechend professionell vor.
Du als alter Chemnitzer bist ja Ostklub erfahren, wenn ich das mal so sagen darf. Konntest du im Vorfeld dieses Spiels deine Mannschaftskollegen auf die Spielweise der Zwickauer einstellen oder hat man das komplett ausgeblendet? Nee, ich kannte die Mannschaft. Ich habe gegen die Mannschaft selber gespielt und die ist eigentlich unverändert. Habe im Sachsenpokal gegen die Mannschaft gespielt im Finale. Wie gesagt, gehen alle Zweikämpfe raus und hauen sich 90 Minuten rein, schlagen viele lange Bälle, gehen oft auf die zweite Bälle, was sie sehr gut machen. Und die wussten, was auf uns zukam. Da braucht es nicht viele Worte von mir, weil das darf uns auch gut vorbereitet hat. Aber ich kannte die Mannschaft schon, dementsprechend konnte ich mich auch sehr gut vorbereiten. Aber jetzt zählt es am Sonntag und es gibt keine Ausreden mehr. Alles klar, dann sehen wir uns am Sonntag und ziehen das Ding. Thomas, 1:1 nach dem Hinspiel. Was soll ich groß fragen? Wie fällt dein Fazit aus? Unentschieden gespielt, wie du schon sagst. Ich gehe mit so ein bisschen gemischten Gefühlen nach Hause, ehrlich gesagt. Eigentlich müssen wir gewinnen. Ich denke, das Tor macht er gut, der Max. Und da hatten wir auch so eine Phase, wo wir dann drücken. Da haben wir 2-3 Riesenchancen noch. Ich glaube, vom Obernostra, wo wir einfach das müssen wir zwingen dort. Dann steht 2-0 und dann kommen die nicht wieder zurück. Die waren noch, ich will nicht sagen, die waren K.O. ab der 80. Aber man hat es denen schon angemerkt, dass das ein sehr laufintensives Spiel für die war. Und die kommen halt auch über den Kampf, das war uns klar. Ich komme halt auch, habe da lang genug gespielt, dass ich weiß, dass da jeder Mentalitätsspieler ist, der Gas gibt und der ja, über einen Einsatz kommt. Das haben sie heute auch gezeigt. Wir haben aber gut dagegen gehalten, denke ich. Und in der Phase, wo wir dann das 1-1 kriegen, da haben wir halt einfach zu viel Standard zugelassen. Und ja, das ist uns dann im Endeffekt zum Verhängnis geworden. Und dann haben wir es nicht mehr geschafft, den Druck aufzubauen, den wir gebraucht hätten, um noch ein zweites zu machen. Ja, also für uns sah es auch so aus, dass Zwickau, gefährliche Standards, aber letztendlich habt ihr das Spiel gemacht. Würdest du sagen, dass das 1:0 etwas zu spät gefallen ist, beziehungsweise oder dass der Ausgleich letztendlich zu schnell hinter der Führung gefallen ist? Ich denke, das 1:0 kann nicht zu früh oder zu spät fallen. Ich denke, es war gut, es war relativ kurz nach der Halbzeit. Wie du es angesprochen hast, das 1:1 ist dann einfach zu schnell gefallen. Es war auch, ich muss mir nochmal anschauen in den Bildern, es war relativ unglücklich. Der fliegt ja fast direkt nach der Ecke rein, geht hinten an den Pfosten und dann ist es halt schwierig, dann zu verteidigen. Du guckst auf den Pfosten, drehst dich um und dann steht der schon da und nickt das Ding drüber. Ja, aber wie gesagt, wir fahren am Samstag hin nach Plauen und am Sonntag haben wir alles raus und dann steigen wir dort halt auf. Also zuversichtlich. Fakt ist, ihr müsst dort ein Auswärtstor erzielen, sonst bei 0-0 seid ihr draus. Siehst du das als Belastung an oder bist du ein Spieler, der sagt, ja, wir wissen ab der ersten Minute, da ist nicht viel mit abwarten, es muss von der ersten Minute an direkt zur Sache gehen? Oder wie würdest du die Situation jetzt einschätzen mit diesem 1:1? Ich denke, wie die Saison schon zeigt, sind wir immer für ein Tor gut und wir werden da einfach drauf gehen, aber trotzdem nicht kopflos, wir werden da nicht anrennen wie die Blöden und dann kriegen wir hinten eins nach dem anderen. Wir werden aus einer guten Ordnung spielen, probieren das Spiel zu bestimmen und da muss sich jetzt auch jeder bewusst sein, wenn wir dorthin fahren, da sind 5.000, 6.000 Irre, die Zwickau nach vorne pusht und da müssen wir Motivation draus ziehen und da müssen wir die da einfach wegkrachen. Ja, du sprichst die Fans von Zwickau an. Vielleicht noch ein, zwei Worte als Captain zu unserem Publikum heute. War das erste Mal ausverkauft. Wie hat die Mannschaft das realisiert? Als ich rausgekommen bin, habe ich drüben gesehen auf der neuen Tribüne, dass es, ich glaube, erst nach dem Saarbrücken-Spiel relativ voll war dort. Und das ist natürlich sehr schön. Und deshalb wollen wir auch unbedingt aufsteigen, dass wir halt das vielleicht nächstes Jahr in jedem Heimspiel haben und nicht nur in besonderen Spielen. Und es ist natürlich schön, wenn die Fans kommen und wir brauchen die auch. Und wenn die die weite Fahrt nach Plauen auf sich nehmen, wäre es natürlich umso schöner. Du sprichst schon an. Du hast jetzt die Möglichkeit, jetzt nochmal einen kleinen Aufruf an unsere Fans zu starten, sich in den Bus zu setzen oder ins Auto zu setzen und euch dann halt am Sonntag in Plauen zu unterstützen.
hallo Fans. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich nach Zwickau bzw. Plauen. Ich glaube, da gibt es auch ein relativ gutes Angebot mit 10 Euro im Bus. Und kommt einfach hin, pusht uns nach vorne und dann steigen wir dort zusammen auf. Alles klar, das machen wir.